In Garding fand am 13. September 2020 der erste von Haus zu Haus Bürgerflohmarkt statt. Über 60 private Haushalte über die ganze Stadt verteilt, boten von 11 bis 17 Uhr auf ihrem Grundstück private Dinge zum Verkauf oder zum Verschenken an. Man sah am Sonntag viele Besucher aus nah und fern zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem Auto durch die Stadt fahren. Und die meisten Pendler hatten offensichtlich irgendwo ein oder mehrere Schnäppchen machen können. Wie man hörte, waren sowohl die Standbetreiber als auch die Besucher sehr zufrieden. Organisiert wurde der Flohmarkt, der aus der Corona-Not heraus geboren wurde, vom Stadtmarketing und der Touristinformation Garding. Es wird bereits darüber nachgedacht, solch eine Aktion im nächsten Jahr an zwei Terminen zu starten. Es grüßt der Marktschreier.